Wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, vom östlichsten 2000er Alpen. Der Flo und ich, wir sind am Schneeberg herum. Der Heini Holzer Junior und ich. Ja, und wir wünschen euch viel Spaß mit einem besonderen Video zum Schneeberg. Schneeberg-Massaker. Welcome to Losenheim. Welcome to Schneeberg. Jetzt sind wir da bei der Bergstation vom Schneeberg-Sesselbau. 1200 Meter. Fischerhütte 3 Stunden. Ich weiß, das ist so ausgesetzt.
Wir sind da jetzt in der Fischerhütte in einem Vorraum. Der ist nicht abgesperrt. Draußen geht der Wind ziemlich brutal. Da gibt es ziemlich viel Rinnen. Und wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren einmal in die breite Riese rein, das ist die flachste Rinne. Da kannst du safe reinfahren und dann werden wir uns da in der breiten Riese ein bisschen austoben. Wahrscheinlich sind die Einfahrten von oben in die steileren Rinnen heute mit Vorsicht zu genießen, Triebschnelllinsen. Jetzt gehen wir die Rinnen dann von unten rauf und schauen mal, was alles möglich ist heute. So, du hast deine Pieps eingeschalten. Jawohl, passt. Perfekt. Und wir fahren da jetzt schon über die Wächten rein, oder? Ja, ja. Das kannst du so vergessen. Aber Lawinenproblem haben wir keins. Ja. Das ist jetzt cool. Wir konnten ja die Rinde da drüben fahren. Die Steile da? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Why not? Ja, können wir hinfahren. Weil die war schon geil. Ja. Klein, aber fein. Ja, ich glaube, dass das nicht so lob ist. Ja. Ja, wir sind da jetzt die breite Ries runtergefahren und haben auf der rechten Seite einen Rinn gefunden, oben breite Ries. Katastrophen so hart. Auf jeden Fall stapfen wir jetzt die Rinder auf. Ja, schaut mal. Fisches Rinderl hast du gefunden, Flo. Schon, gell? Ja. Wenn wir die, wie die heißt, werden wir dann später schauen. Jawohl. Halt sich in Grenzen mit dem Triebschnee, gell? Eigentlich gar nichts. Wie alles von der Sonne bearbeitet. Ja, nicht relevant für uns da herunten. Also pass aber auf, nicht, dass das ein Wächten ist. Je! Yeah. Super! Da runter wäre halt auch geil eigentlich. Oder direkt dort runter. Da eine. Entweder da rein oder gerade runter. Nein, weißt du, was wir machen? Was? Wir fahren da runter. Wir fahren da runter.
nachher gehen wir die von unten rauf. Ja, voll. Und wenn der Schnee gut ist, fahren wir da runter. Voll schon. Und sonst fahren wir drüben runter. Ja. Das ist ein guter Plan, oder? Ja. Aufpassen. Ja. Das erst, nein, ich lasse dir jetzt zuerst fahren. Freue mich schon! Ist das die? Ja. Jetzt zieht er nach rechts rüber. Okay, die ist voll scheiße zum Fahren. Ja. Aber mir ist wurscht. Jetzt müssen wir sowieso Steigeisen anziehen da. Jawohl, stapfen wir da rauf. Ja. Mir wurscht, ja, passt. Auf ein neues! Wir kommen jetzt da unten her. Ungefähr 40 Grad steil ist da, vielleicht ein bisschen drunter. Und die Rinne geht ziemlich weit rauf. Zum Ausstiegsbereich wird es immer steiler. Jetzt ein bisschen Viere und dann oben am Floh. Wir müssen jetzt dann bald einmal rechts rausgehen. So, ihr Banditen, da hinten oben ist der Floh. Der steigt jetzt auch wieder ab. Und zwar, wir sind vorher da oben auf dem Kamm gewesen, da wollten wir jetzt dann eigentlich auch hingehen. Und von da in die Flanken reinfahren. Es ist oben aber ziemlich eisig und ein unnötiges Risiko gehen wir nicht ein. Da wo ich jetzt gerade stehe, richtig ideal. Schöner Kamm. Da geht es links in eine Rinne runter, die haben wir vorher schon gesehen. Und diese Rinne, da können wir rauf, die ist an die steilsten Stellen, so um die 40 Grad steil. Jetzt sind, beratschlagen sich dann der Flo und ich. Flutsche ist bei mir und wird dann haben wir die Qual der Wahl, links oben in einer ziemlich enge Rinne oder rechts, da wo wir aufgekommen sind, die Rinne unbekannt, unbenannt. Beratschlagung kurze und entschieden haben wir uns, da oben ist das Gelände fest durchsetzt, da könnte es sein, dass Felsabbrüche sind und wir sind da praktisch in der Nahndattelrinne, wobei das ist eine Variation, die Nahndattelrinne geht da drüben aufs Plateau rauf und wir sind da auf der rechten Seite raus und jetzt stürzen wir uns da wieder runter in das coole Chor. Los Grochos! Los Grochos! Nandadlerin Variation beim Althuber.
Pulver! Juhu! Scheiße! Wuhu! Ich hab's kaputt, Alter! Ich hab's kaputt! Ich hab nur so gefackt! What the fuck? Ich riech noch Schwammerl! So, das war's dann einmal gewesen. Ich bin der Schwammerl Franz. So, feinstes Pulver, niederösterreichisches Wiener Pulver, das geben wir uns jetzt. Geht der Hinflo. Oh, oh. Aber irgendwie hat das nicht so richtig viel Lack. Hilft nichts. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wer nichts mehr verpassen will von uns, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, freuen wir uns. Und es würde uns auch freuen, wenn ihr das Video mit Daumen nach oben oder unten bewertet. Ciao, vierte. Tschüss, tschüss.